Itchy. Es geht irgendwie um, das ist geil. Es geht um eine Pia, ja, das ist so ein kleines Mädchen, die sind ungefähr in unserem Alter. Und die hat eine Schwester und eine Mutter. Und die hat aber ihren Vater auch verloren, was total traurig ist. Und die kommt da überhaupt nicht mehr aus ihrer Traurigkeit raus. Da gibt es einen Yeti, der wohnt im Himalaya. Der wird von einem bösen Tierfänger gefangen und soll verkauft werden an einen Zoodirektor im Zoo. Ein Yeti, ein Yoko. Der sitzt auf einmal in ihrem Baumhaus und der sagt die ganze Zeit, yo, yo, yo. Ja. Anfangs will das Mädchen gerne mit ihm befreundet sein und dass er wieso da bleibt. Und später erkennt sie, dass es doch besser ist, wenn er wieder in seine Heimat kommt. Die beiden treffen sich und helfen sich so ein bisschen über ihre eigentliche Einsamkeit und Traurigkeit. Warum ist denn der Yeti einsam? Naja, ist der Yeti einsam? Naja, der ist weggeklaut worden, ja. Der ist geklaut worden von einem bösen Zoodirektor. Der hat ihn klauen lassen. Damit er Ach, den ausstopfen kann. Der hat den geklaut. Der hat den sozusagen klauen lassen, ja. Du bist der böse Zoodirektor? Ja, bin der böse Zoodirektor, der gar nicht so böse ist am Ende. Warum will der den Yeti haben? Der will nicht nur den Yeti haben, der will jedes Tier haben. Und dass das ein Yeti ist, das ist einfach nur sensationell. Du kannst darauf spielen. Wie freundet sich mit dem Yeti an? Was sagt die Mutter dazu? Weiß die Mutter nicht, weil der Yoko kann sich nämlich unsichtbar machen. So wie Pumuckl früher? Ja. Es? Super, oder? Hast du dich mit Yetis auseinandergesetzt für den Film? Nein. Nicht? Nein. Überhaupt nein. Nicht? Also kein erstmal so Method Acting im Himalaya? Yeti-Training oder im Himalaya. Reinhold Messmer um die Häuser ziehen vielleicht? ich muss gestehen, ich bin würde wahnsinnig gerne mal nach Tibet und würde wahnsinnig gerne mal in den Himalaya und da auch ein bisschen gerne bergsteigen und klettern und so. Also, sofort die Karte darunter, Blödmann. Das ist mein Lieblingsbär. Ja. Wie ist das, wenn man jetzt in Kinderfilmen mitspielt? Ich sag mal, es ist ja schon eine andere Art des Schauspielens, gerade jetzt auch in dem Film. Ist das ein Reiz quasi, dass man sagt, okay, ich kann jetzt mal auf 11 drehen, ich muss jetzt nicht versuchen, mit ganz subtilen Nuancen zu spielen, sondern kann halt wirklich mal... Ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Das ist super. Und mit dem Tobias, mit dem ich zusammen das letzte Mal, glaube ich, hatte ich gemacht, Jod Süß, haben wir gedreht, ein Jahr oder zwei Jahre vorher, habe ich mich sehr darauf gefreut, mit ihm wieder zu arbeiten. Und der hat ja auch, wie man merkt, Spaß an deutlichen, kraftvollen Spielweise. Und da haben wir uns gegenseitig... Freude gemacht. Das Tolle ist ja, dass wir tatsächlich einen Yeti da hatten. Also es war jetzt nicht alles Greenscreen, sondern es war tatsächlich ein Animatronic oder wie? Ein Animatronic-Tier da. Da steckte natürlich, das darf man ja auch fast nicht sagen, da steckt jemand drin. Aber das war irgendwie toll, dass man mit dem so spielen konnte. Das heißt, ihr habt nicht nur so wie bei den Star Wars-Filmen auf so einen Ping-Pong-Ball in die Luft geguckt, wo dann gesagt wurde, da rennen wir hinterher was hin, sondern es war tatsächlich eine Figur da. Und das finde ich wahnsinnig schwierig, ja. Ich habe das jetzt eigentlich das erste Mal so richtig erlebt, Anfang des Jahres, bei einem Film, der Jesus Loves Me heißen wird, wo wir uns eine Apokalypse vorstellen müssen. Und ich so, ja, aber wie sieht denn die aus? Also, wie entsetzt muss ich gucken, dass das jetzt dann anders... Und die so, naja, wir passen das Bild an dein entsetztes Gesicht an, was natürlich nicht stimmt, aber... Hast du das nie so im Schauspieltraining machen musst, so sei ein Stuhl und so Sachen? Nee, ich war leider nicht... Also, was heißt leider? Ich war nicht auf der Schauspielschule. Ich bin eher Autodidakt und... Muss ja auch nicht immer... zum Negativen sein. Nee, es ist zumindest, glaube ich, für die Schauspielerei des Fernseh- und Kinodarstellers vielleicht auch am Anfang ein bisschen einfacher, weil man die Mimik natürlich irgendwie nicht die große hat, sondern... Hat aber dann Schwierigkeiten bei der Apokalypse. Bei der Apokalypse kommen dann die Schwierigkeiten tatsächlich. Tibet liegt im Himalaya. Wir wohnen, bergen, ein paar Mönche leben da. Die leben in Frieden und nie hat seine Heilige. Jede Blume, jeder Stein und jedes Tier ist ihnen heilig. Jessica hat gerade erzählt, dass sie es schön fand, dass es eben auch das Animatronic gab, der vor Ort war, dass man sich jetzt nicht nur auf einen Ping-Pong-Ball einer Stange, der reingerendert wurde, muss konzentrieren. Gerade in der Szene, die du meinst, da ging es ja schon darum, sich den vorzustellen, richtig, weil der ist ja unsichtbar. Mich hat so ein bisschen an Pumuckl früher erinnert, muss ich ganz ehrlich so sagen, dieses unsichtbar und irgendwo passiert dann was. Aber Da war es ja dann wirklich so, ihr musstet euch den komplett vorstellen. Ne? Ja, ich glaube in der Szene, nicht in allen Punkten, aber in fast allen Punkten, ja. Mhm. Es gab das dann mal, dass dann irgendwie
sehr, dass es klar war, sich vorzustellen, weil er dann irgendwie unten auf dem Fußboden unter einer Matte war oder unter einem Kopf von irgendeinem Tiger oder sowas. Das war klar, das war ganz klar verortet, da wussten wir beide ganz genau. Aber wenn es dann so im Raum ist, ist es etwas schwerer, den Fokus zu finden. Bei Moviepilot geht es, Film-Community, aber es geht auch um Filmgeschmack. Deswegen fragen wir immer nach Lieblingsfilmen. Ich möchte das diesmal zwei spalten. Einmal Lieblingskinderfilme. Gibt's was? Chihiros Reise ins Zauberland, das letzte Einhorn. Das sind so. Echt? Ja. Gute Wahl. Ich habe eigentlich überhaupt keine Lieblingsfilme. In dem Sinne auch keine Lieblingsbücher und auch keine Lieblingsschauspieler und auch keine Lieblingsessen. Ich esse alles gerne, ich lese gerne und ich habe auch gern. Aber ich mochte als Kind gerne zum Beispiel die Geschichten um die Pippi Langstrumpf. Ja. Gibt's einen Film für die einsame Insel? Ach, je. Nimm einen langen Film dann. Also ja, der auf jeden Fall. So. Ich würde jetzt eine Serie mitnehmen, glaube ich. Serien finde ich cool. Ich bin absoluter Serienjunkie. Ich bin auch totaler Serienjunkie gerade. Ganz schrecklich, komme kaum noch zum Lesen. Bin aber ein bisschen enttäuscht gerade. Gucke True Blood, finde ich nicht ganz so toll. Ja, die Hälfte der Serie ist immer nur Vorspann, oder? Ja, stimmt. Aber man weiß inzwischen schon genau perfekt, wo man beim Vorspann fertig ist, beim Fast Forward. Film. Ja, irgendwas, was... Keine Ahnung. Visconti, der Leopard. Das ist. Sowas? Ja. Vielleicht. Also, magst du es wirklich, oder? Ja, das finde ich gut. Ich finde es gut, ich mag das. Also, ich habe tatsächlich durch das Drehen der Romy Schneider wieder gelernt, mit alte klassische Filme mit wenig Schnitten zu gucken. Es geht ab, yo cool, alles in der Stadt. Es geht ab, yo ho, ist ja mal hart. Es geht ab, yo cool, alles in der Stadt. Alle reiben sich die Augen, was ist das für eine Art?